So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Risen 2 hier auf Schnaken TV. Wir befinden uns hier gerade wieder auf dem Schiff der Inquisition und machen uns, glaube ich, wieder auf den Weg in Richtung Piratenlager. Schauen erstmal kurz in unser Logbuch. Was ist denn unser heutiger Auftrag? Im Frachtraum steht eine Truhe. McLean sagt, ich kann den Inhalt behalten, wenn ich sie aufkriege. Schlösser knacken haben wir, glaube ich, mittlerweile gelernt, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir gerade mal. Charakter, Fähigkeiten, Gerissenheitsfähigkeiten, Schlösser knacken. Genau. Also, das heißt, wir gucken mal in den Frachtraum der bärtigen Jungfrau. Ob wir da irgendwas aus der Truhe rauskriegen. Die zwei Halunken sind immer noch hier am Rumquatschen. Kapitän Stahlbart nimmt mich ja immer noch nicht auf das Schiff mit auf, beziehungsweise in die Piratencrew auf. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, ob wir diese kostbare Truhe von Stahlbarts letztem Raubzug geöffnet kriegen. Fette Kanonen am Start hier und da ist die Truhe und wir kriegen sie nicht auf, weil uns 5 Punkte fehlen. Na toll. Okay. Das heißt, wir müssen gerissener werden, um diese Truhe zu öffnen. Fragen wir doch einfach mal Patty, vielleicht hat die eine schlaue Idee. Tja, ich schätze, du hast jetzt einiges zu tun. Wir unterhalten uns hier noch eine Weile. In Ruhe. Alles klar. Du hast dich mit einem Verfluchten aus dem Meer angelegt? Ei, das Ding hält auch nicht mehr aus als ein Mensch. Das gefällt mir nicht. Und wir hoffen, dass nicht noch mehr von diesen Typen auftauchen. Mit dem Rum hast du meinen Vater glücklich gemacht. Na, hoffentlich. Gut, Sprecht ihr gerade über einen Schwur? Papa wird uns nur mitnehmen, wenn du Teil der Mannschaft wirst. Wenn du dazugehören willst, musst du schwören. Und was genau schwöre ich? Ich kenne den Wortlaut nicht. Aber es geht um die Treue zwischen Kapitän und Mannschaft. Mhm. Ruhm und Ehre für den Kapitän Stahlbart. Na, kommst du auch? Aber wie kriegen wir jetzt genug Gerissenheit zusammen? Dein Gejammer hat mich rausgetrieben. Wie machen wir das? Schauen wir mal, ob Lago jetzt sich hier irgendwo beim Saufen befindet. O'Brien, Pirat. O'Brien, hast du noch irgendwas für mich? Ah ne, du kannst nur mit mir saufen, kein Problem. Aber hier, Holly hatte noch, glaube ich, einen Schatz für mich. Nette Ausbeute. Ja, erstmal 30 Gold von ihr geklaut. Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Zeig mir mal, wo der Piet den Schatz vergraben hat. Er erwähnte ein Dschungeltal, eine Schlucht und ein uraltes steinernes Grab. Okay. Was weißt du über Stahlbart? Ich weiß, dass er zusammen mit anderen Kapitänen auf Kaperfahrt war. Das ist noch nicht lange her. Und manche sagen, seitdem ist er verflucht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Krieg zwischen den Kapitänen gibt. Wahrscheinlich haben sie sich um die Beute gestritten. Okay. Na, amüsieren will ich mich mit dir jetzt erstmal nicht. Den Apfel nehme ich aber mit. Okay, jetzt schauen wir mal auf die Karte, beziehungsweise den Schatz hier. Pete Schatzkarte. Pete ist losgezogen, um in einer Schlucht seinen Schatz zu vergraben. Wenn ich ihn suche, finde ich vielleicht heraus, wo der Schatz ist. Machen wir doch direkt. Den hast du doch längst versoffen. Einmal markiert auf der Karte. Und dann schauen wir mal Richtung Karte. Und zwar gehen wir durch das Haupttor raus und dann rechts durch die Höhle. Also müssen wir erstmal hier links hoch. Kommst du auch mal aus deiner Hütte gekrochen, du Landratte? Du Landratte. Kommst da raus. Wir gehen einmal hier hoch. Richtung Haupttor mit nacktem Oberkörper und nackten Füßen. Ja, unsere Klamotten haben wir ja wieder abgeben müssen das letzte Mal. Die hatten wir uns ja schwer verdient von den verschiedenen Aufträgen für Lago. Aber Lago wollte dann seine Klamotten doch wieder zurück. Der läuft auch gerade schon, wenn man vom Teufel spricht. Hat uns dafür 1000 Gold gegeben. Aber dafür laufen wir jetzt halt wieder nackt rum. Ein bisschen Goldklee. Schadet auch. Nee.
Einmal auf die Karte schauen. Okay, jetzt müssen wir gleich nach rechts. Ich glaube hier durch. Durch diese Felsformation. Herrlich, oder? Kleiner Spaziergang durch den Wald. Durch die Bergschluchten. Bergschluchten. So schön. Was haben wir denn hier? Oh, hier sieht's gut aus. Pass auf, ich glaube, hier gehen wir mal nach unten. Okay, da unten liegt einer. Schauen wir mal, ob wir das hier überleben. Ja, sieht gut aus. Okay, also wir sind jetzt da, wo wir hin wollten, mit ein paar Wildsauen. Da unten liegt auch direkt jemand. Schauen wir erstmal in die Kiste. Proviant und 8 Gold. Her damit. Sehr gut. Und dann schauen wir gerade mal hier. Pete. Da ist er. Mit einem Entermesser. Kann das mehr wie mein Offiziersschwert? Nein. Kann es nicht. Okay. Da noch ein Poco-Pilz. Da vorne ein paar Äffchen. Ui, Falle! Fuck. What the fuck? Was war das denn? Okay. Laden wir mal kurz. Okay. Das war wohl eine Falle von den Eingeborenen. Hat uns voll gefickt. Naja. Suchen wir einfach nochmal. Worauf trinken wir? Richtung Karte. Wir wissen jetzt den Weg. Und gehen vielleicht dann nicht in die Fallen rein. Aber wie können wir dieses. Können wir die irgendwie sehen? Also ich habe jetzt überhaupt nichts gesehen, ich habe es nur gehört. Vielleicht hätte ich noch auf die Seite springen können, wenn man es hört oder so, aber gesehen habe ich gar nichts. Ich wollte mich eigentlich gerade kampfbereit machen gegen die Affen. So, nehmen wir hier nochmal den Goldklee mit. Und dann speichern wir am besten auch direkt davor. Hier liegt auch noch eine Blume, die haben wir vorher vergessen. Und eine Fackel. Okay. Also. Wir gehen wieder hier rechts nach oben. Durch den Berg. Jetzt bin ich echt gespannt, ob man da irgendwie ausweichen kann, wenn man die Fallen knacken hört. Wäre schon praktisch, weil sonst ist man direkt tot, kann nichts tun. Wäre nicht so geil. Aber jetzt speichern wir hier erstmal. So, einmal da runter, einmal hier runter, einmal da runter und einmal hier runter. Holen uns direkt wieder Proviant und 8 Gold und speichern das Ganze nochmal. So, jetzt bin ich gespannt. Wenn ich jetzt hier nochmal gucke. Ich glaube, man sieht die Fallen doch. Speichern wir mal kurz. Ich glaube, das hier ist nämlich eine. Oh, okay, man kann ausweichen, indem man schnell die Leertaste drückt. Interessant. Okay. Speichern wir das Ganze nochmal. Die schmeißen hier wieder mit ihrer Pupu. Hört auf. Die schmeißt gleich zurück.
Weg, weg. Und das und das und das und überhaupt. Und das und das und hier und hoch und runter und kabumm. Ui, das ist ein ganz schöner Schiefhals, mein Freund. Und ihr lasst natürlich wieder nichts liegen, wie immer. Erstmal speichern. Sicher ist sicher. Kommt wahrscheinlich gleich nochmal eine Falle irgendwo hoch. So wie ich die Eingeborenen kenne, haben die hier nicht nur eine Falle gelegt. Ah, nur ein paar Wildschweine. Okay. Gehen wir doch nochmal in die andere Richtung. Huiuiuiui. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass da oben noch ein paar tödliche Fallen uns auf uns warten. Aber erstmal ein paar Schweine. So, am besten kommt nur einer. Rolling around. Weg hier. Ich brauche nur eins von euch. Also ich muss dringend dann auch meine Kampffertigkeit mal skillen, weil sonst wird es hier nichts mehr. Wenn dann wirklich mal stärkere Gegner kommen, habe ich echt ein Problem sonst. Nein! Mann, du! Also hier wieder laden. Die Regionen, die du bereisen kannst, werden durch tiefe Gewässer und hohe Berge begrenzt. Oh, hab ich gerade gedacht, die löst nochmal aus, du. Das wäre ja auch geil. Also, wieder heilen. Peter, was machst du da? Steh auf, Peter! 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 Peter? Peter! Peter! Keine Ahnung. Hat sich wahrscheinlich an die Schweine rangepirscht. Was wir jetzt auch machen. So, Pirsch. Ja, komm. Trau dich. Komm, trau dich, hab ich gesagt. Eins reicht mir. Eins. Ich sagte, eins reicht mir. So, und ausweichen und kabam und drauf und drüber und runter und hin und her und kabam und nochmal und hier nochmal, zack, ausweichen, Rolle und drauf von hinten und gleich sterben, wenn's dumm läuft. Wir ziehen uns erstmal zurück ein bisschen und schießen. Nein! Der schießt daneben, ey, aus 50 Zentimeter, echt. Glaube ich ja gar nicht. Mit dem Talent Schlösser knacken und einem Dietrich kannst du verschlossene Truhen und Türen öffnen. Wer hätte es gedacht? Also, alle guten Dinge sind drei. Wir gehen nochmal in den Kampf mit den Wildschweinen. Kommen wir sowieso alle drei, können wir auch gleich Schaden machen. Eins, zwei.
Ey, das gibt's nicht. Sollen. Jetzt gibt's gleich Wildschweinbraten, du mein Freund. Alter Schwede. Mit der Fähigkeit Trank brauen kannst du mit den richtigen Zutaten blablabli blablablub eine gute Wildschweinsuppe zubereiten. Dazu benötigen zunächst 5 Wildschweinbraten. Dazu eine feine Pfefferminzsoße. So, komm her. Ich tritt dir in den Arsch. Los, komm her. Einer. Einer, habe ich gesagt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie kann der denn aus der Entfernung daneben schießen? So, jetzt gehen wir mal in die Flucht nach vorne. So, roll, 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 roll. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder über die Fallen hier vorne gleich. So, ein paar Äffchen. Da ist der Schatz vergraben. Komm. So, machen wir es halt mit Blocken. Zack, zack. Noch ein Problem. Drecksau. Gib mir Proviant. Kleine Drecksau. Drecksau, hab ich gesagt. Dreckiger Schwein. Komm her, du. Ja, hab ich gesagt, du dreckiges Schwein, du dreckiges. So, voll in die Fresse. Nicht von Rücken, oh Mann. Ey, jedes Mal dieses Wegdrehen, das ist so eine Scheiße. Komm jetzt, nochmal einen Schuss abgeben. Ey, wieso schießt er denn nicht? So, nächstes Schwein tot. Und das dritte. Und greif an. Eins, zwei, drei. Hui. So, einmal Wildschwein braten, zweimal Wildschwein braten. Drei Wildschweinbraten und eine Würgeranke und dazu ein Pokopilz. Und hoffentlich keine Falle, deswegen lieber mal speichern. So, da vorne liegt der Schatz begraben. Juhu! 15 Mann auf des Todemanns Kiste. Oh ja, ohne Buddel voll rum. Was haben wir denn da Feines? Ach ne, Buschi. Schwer. Ja, komm, jetzt stell dich nicht so an. Du Muschi. Komm, auspacken. Morsche Truhe. Was ist da ein schönes? Ein Goldbrocken. 700 Gold, ja Mann! Idol. Osmo 7 Gold und wertvoll. Aha. Meerschaumpfeife. Die Pfeife eines Büchsenmachers. Okay. Die will wahrscheinlich der Büchsenmacher haben. Aha. Ihr Affen gibt mir gar nichts mehr, oder? Gut. Okay, sehr cool. Wir haben eine Pfeife gefunden und relativ viel Gold. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Folge.
Und man sollte immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und teilt doch das Video auch einfach mal. Und über euer Feedback, es fällt noch ein bisschen gering aus. Ich würde mich freuen, wenn ein bisschen mehr kommen würde. Kann ruhig auch mal drinstehen, du bist einfach nur scheiße. Lass es. Nein, aber besser ist natürlich konstruktive Kritik. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auf jeden Fall wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play hier auf Schnacken TV. Bis dahin, macht's gut und ciao.